So, weiter geht's bei Let's Play F1 2013 mit dem Rennen heute in Bahrain. Hoffen wir mal, dass wir heute mal ein gutes Ergebnis reinfahren oder rausfahren können. So. Ich bin mal gespannt, was unser Ziel überhaupt ist. Und ich, wie gesagt, ich würde gern mit einer harten Mischung fahren und dann die weiche Mischung nehmen. Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich glaube schon, aber naja, man weiß ja nie. Könnte ja auch mal ein guter Schachzug sein. Vor allem, weil man länger draußen bleiben kann. Und zum Schluss des Rennens nochmal richtig pushen kann. Ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So. Nico Rosberg auf 1. Wir auf 11. Schon wieder mal. Und Erik Wern, ich bin aber auf 16. Okay, das Rennen kann losgehen. Ich komme gerade von der MotoGP-Aufnahme, deswegen ja, wieder total ungewohnt. Jetzt hier wieder mit so riesen Gefährten rumfahren. So. Jetzt immer wieder aufpassen. Und wir können jetzt eigentlich gleich mal richtig pushen. Nee. Reifen, weiche Reifen. Eigentlich wollte ich nur den Bremsdruck ändern. Was irgendwie jetzt nicht so hingeht. Oder was nicht so wirklich funktioniert hat. So. Aber wir können gleich mit dem Tempo ganz gut mithalten. Das ist ja schon mal gut. Naja, mehr oder weniger mithalten. Aber das Gute ist halt, dass die Reifen jetzt wenigstens halten. Wir sind zwar von den Reifen her der langsamste im Feld. Oder? Ja, ich glaube, die haben alle weiche Reifen. Aber wir können erstens länger draußen bleiben. Wir bleiben. Okay, wir kommen bei der Runde 8 rein. Irgendeiner hat den Poller umgefahren, ich weiß nicht. Ausnahmsweise, wir driften hier richtig. Müssen wir aufpassen. So Massa jetzt vor uns und mit dem sechsten Platz wäre ich eigentlich relativ zufrieden. Den würde ich sofort unterschreiben, wenn er den sechsten Platz anbieten würde. Weil es ein relativ gutes Ergebnis wäre. Aber ich wäre natürlich auch mit mehr. Mit mehr bin ich natürlich auch zufrieden. So, sieht doch bis jetzt gut aus, vor allem weil ich mit den Hardtime wirklich auf das Tempo mitgehen kann und vor allem bauen die nicht zu schnell ab. Und ich kann auch das Tempo mitgehen. Und das ist gut. Okay, jetzt habe ich natürlich wieder einen Nachteil. Kann wir mal den Poller wegtun.
ist auch gut so, wenn Raikkonen eine Sekunde Rückstand hat. In Bezug auf DRS, aber ich glaube, das hat er nicht mehr. Okay. Fail. Ist mir egal. Sagt, was ihr wollt. So. Das regt mich jetzt schon wieder auf mit der Sofortwiederholung, aber zum Glück haben wir ja nur eine. Eigentlich müsste ich sie mal ganz ausstellen. Hab sie ja letztens, glaube ich, in MotoGP auch verwendet. In Le Mans. Und der Poller ist immer noch da. Bis mal wer drüber fährt und sich die Reifen kaputt macht. So. Nee, ich will jetzt nicht schon wieder auf. Tu mal ein bisschen Benzin sparen. Scheiße, wir müssen jetzt noch 4 Runden mit den Reifen durchhalten. Am liebsten wäre mir sogar noch eine Runde mehr, dass ich dann für die weichen Reifen so einen kleinen Puffer habe. Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Na, passt doch. Aber ich kann gut mithalten. Auch wenn ich mich jetzt hier definitiv verbremst habe. Und jetzt hat er gleich DRS. Das muss ich jetzt richtig. Bleib vorne! Bei der nächsten Kurve gewinne ich. Du liegst 3 Plätze besser als vorausberechnet. Was, ich muss 9. werden? Sicher jetzt erst. Meine Fresse, muss ich gut werden. Was verlangen die denn von mir? Huch, das war knapp. Die können doch sowas von mir nicht verlangen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwie alle aufhalte. Nee, ich doch nicht. Ich glaube, der Flügel geht jetzt auf. Na, ich glaube schon. Ja, der Flügel ist aufgegangen. Also mit der Sofortwiederholung regt mich jetzt schon ein bisschen auf. Könnt ihr mal eure Meinung bitte in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ob ich diese Sofortwiederholung verwenden darf. Nicht, dass ich dann wirklich. Weil ich habe zurzeit immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie verwende. Also schreibt doch bitte in die Kommentare, wie ihr dazu steht mit der Sofortwiederholung. Ob ich da eine verwenden darf. Oder nicht. Dann schalte ich sie wirklich aus. Ganz aus. Aber bis dahin, bis das keiner in die Kommentare schreibt, nehme ich mal, oder darf ich, oder gönne ich mir mal immer eine. Ich glaube, ich kann jetzt auch auf Standard wieder umstellen. Und der Poller ist immer noch da. Aber die Reifen sind noch in Ordnung.
Ordnung ist das falsche Wort. Ich glaube, ich halte da alle auf. Scheiße, jetzt gehen sie alle an mir vorbei. Die haben alle DRS. Außer ich nicht. Aber einmal darf ich mich ja wehren. Nächste ist eine linke, ist eine Rechtskurve, also drei können, jetzt kannst du dir abschminken. Die gehen jetzt glaube ich alle in die Box. Sechste Runde ist doch nochmal immer so eine Zeit. Ne, die bleiben alle drin. Oder? Ne, drei können fährt zum Beispiel rein. Ich glaube, da hat es auch einen gedreht. An der ersten Kurve. Sieht zumindest danach aus. So, wir sind Vierter. Aber wir müssen natürlich noch einmal in die Box. Aber wir haben jetzt danach die schnellen Reifen. Wir haben danach natürlich dann die schnellen Reifen und das ist gut. Und dieses Mal bauen sie es sogar gar nicht mal so schlimm ab, habe ich das Gefühl. Das ist mein Empfinden. So, ich habe noch eine Runde plus, also kann ich noch mal für die Runde pushen. Und ich werde sogar Erster. Weil die Strategie geht definitiv auf. Das muss ich jetzt nochmal richtig pushen. Dein Hintermann hat viel neuere Reifen drauf als du. Wir müssen die Rundenzeiten im Auge behalten. Ja, aber ich komme jetzt auch gleich rein. So, und Hamilton geht dann quasi wieder als Führender raus. Wenn ich in die Box fahre. So. Das hat Zeit gekostet. Was gemischt 2? Können wir jetzt gleich mal auf gemischt 1 stellen. Ich bin mal gespannt, weil er sagt mir hier gerade. Warte mal. Okay. Sonst gibt es eine Strafe.
So, und der Plan geht auf. Wir sind zwar jetzt nur noch Siebter, aber wir haben die extrem schnellen Reifen. Die natürlich jetzt erstmal auf Temperatur. Gebracht werden müssen, aber das uns hier jetzt eigentlich relativ gut gelingt. So. So, wir bekommen die RLs und sind schon vorbei. Aber er bleibt hartnäckig. Also ich glaube, die Strategie ist dieses Mal gut aufgegangen, würde ich sagen. Es ist halt nur die Frage, ob die Reifen auch so lang halten. Aber 5 Runden müsste es ja nicht reichen. Wir sind noch ziemlich weit vorne. Also das Problem, was ich jetzt habe, wenn wir jetzt so gut jetzt sind, bei 6. Platz ist wirklich gut, dann erwarten die wieder von uns extrem viel im nächsten Rennen. Aber wir haben auch 12 Sekunden auf Massa. Rückstand. Der Poller liegt immer noch da. Den hätte doch in der Zwischenzeit irgendeiner mal wegräumen können. Und wir bauen den Vorsprung so langsam aus. Unsere Taktik gut aufgeht. Jetzt müssen halt, wie gesagt, nur noch die Reifen halten. Mein größtes Problem. Aber ich denke oder ich hoffe, wir kriegen das auch noch hin. Einfach ein bisschen vorsichtiger fahren. Aber bis jetzt haben wir ihn noch nicht umgefahren. So. Fuck, das hat Zeit gekostet. Das tut natürlich den Reifen auch nicht gut. Und ich glaube, wir holen ganz schön viele Punkte, glaube ich, auf unseren Teamkollegen auf, weil ich glaube, der ist nicht in den Punkten. Oder wenn, dann nur ganz knapp in den Punkten. Wir sind der Sechste. Und holen da schon einige Punkte. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Alles klar, der will uns natürlich überholen. Verstehe ich natürlich.
So. Wie gesagt, ich hoffe, dass das reicht. Wir können jetzt auch nochmal schnell auf Mager stellen, um dann letzte Runde nochmal so zum Pushen. Naja, jetzt ist, was, Vettel ist nur Siebter, was ist da los gewesen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet und das ist natürlich ein Problem. Weil der Red Bull natürlich... Huh! So, dranbleiben. Stellen wir doch mal auf Fett ganz schnell. Wir haben eine Runde plus. Die Lücke zum Auto vor dir ist kleiner als eine Sekunde. Starte in der DRS-Zone ein Überholmanöver. So, wir kriegen die S. Jetzt sind wir beim Poller drüber gefahren, jetzt war es soweit. So. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Dass so ein Topfahrer wie Vettel mit dem Top-Auto hinter uns war. Damit kannst du aber eigentlich nicht rechnen. Aber wir haben die besseren Reifen. Zumindest die schnelleren. Boah. Kriegen wir DS? Ich glaube nicht. Nee. Ja, okay, müssen wir uns damit den siebten Platz zufrieden geben. Aber da könnte man, glaube ich, auch relativ zufrieden sein. Natürlich wäre der nächster Platz nochmal schöner gewesen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wirklich auf Standard stellen. Beziehungsweise eigentlich schon auf Mager. Für die letzte Runde. Und jetzt gilt's. Letzte Runde. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Verpiss dich! Perez, nee, vergiss es, vergiss es. Sag doch, du kannst es vergessen. Ja, mit viel Glück bleibt es auch so. Nur mit das DRS gleich für die Gegengerade noch aufheben. Weil das ist definitiv geringer als eine Sekunde. Schau mal, ob ich es brauche. Nee, ich glaube nicht, dass ich es brauche. Wobei, man weiß es nicht. Ich muss mich ja dann noch auf der Startzielgerade auch noch wehren. Oh, das wird verdammt knapp. Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Bahrain. Und wir müssen nochmal zittern. Da ist es. So, mal durchdrücken. Wir dürften es aber gewonnen haben. Ja, wir haben es gewonnen. Siebter Platz. Und der wird 16. Das heißt, ja, können wir relativ zufrieden sein mit dem
siebten Platz. Siebter Platz, sehr gut, wirklich gute Leistung. Und gibt 6 Punkte, ja, 8 Punkte wären schon netter gewesen. Aber naja. Das heißt, wir sind jetzt 12. in der Gesamtwertung. Ja, mit 2 Punkten mehr wären wir schon 11. Hätten wir Kimi Räikkönen auch schon überholt. Naja, aber Vettel bleibt immer noch Erster, obwohl er nur 6. geworden ist und der Vorsprung schmilzt. So, jetzt können wir endlich mal jubeln nach einem Rennen. Ja, ich glaube, damit können wir relativ zufrieden sein mit dem 7. Platz. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Rennen. Haut rein, Leute. Bis nächstes Mal. Tschüss. Euer Klöpperti.